wir finanzieren unser Haus, wir können es nicht einfach bar auf den Tisch alles knallen. Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Zug. Wir fahren gerade los aus Berlin und es ist einfach 14.28 Uhr und um 14.28 Uhr würde der Zug losfahren. Man kann es nicht glauben, aber es ist tatsächlich wahr. Abfahrt also auf die Sekunde tatsächlich. Also ich habe extra nämlich auf mein Handy geguckt und genau als es umgesprungen ist, ist der Zug losgefahren. Verrückt. Richtig krass. So, und jetzt fahren wir auf jeden Fall 7 Stunden zurück nach Stuttgart. Wir fahren übrigens wieder mit diesem Flixtrain. Genau, diesmal ist es wieder ein anderer Waggon. Vielleicht könnt ihr noch euch an den Vlog erinnern. Ja, kurz wir alle Zugschlingenreise. Das warten wir kurz. Auf der Flixtrain 2623 Richtung Stuttgart. Ich habe keinen Plan mehr, wo wir stehen geblieben waren. Das wollte ich mir noch sagen. Jetzt hat er mich wirklich rausgebracht, der Kollege. Nee, du wolltest gerade sagen, sich noch an den Vlog erinnern können. Ah ja, ob ihr euch noch an den Vlog erinnern könnt, als wir nach Lübeck gefahren sind, da ist der ICE komplett ausgefallen und dann wurde ein Ersatz zugestellt und das war genau so ein Wagen. Also auch dieses Muster hier von diesen Stühlen, so ja. Türkis, hellblau und exakt gleich sah alles aus. Also Flixtrain hat irgendwie 3 verschiedene Wagen, haben wir bis jetzt gesehen. Ja. Also den einen mit den Ledersitzen, dann dieser... Die kleinen Abteile und jetzt dieser hier. Ich glaube, die nehmen wahrscheinlich alles, was sie kriegen können. Ja. An alten, ausrangierten. Aber es ist cool, so richtiges Zugrecycling. Ja, besser als neue zu bauen, auf jeden Fall. Ein langer Tag im Zug geht zu Ende. Wir sind wieder in Stuttgart. Wir haben, 7 Stunden haben wir gebraucht. Hinzus ging irgendwie schneller rum, habe ich irgendwie so das Gefühl. Bestichst du gerade unsere 2 Jungs? Ja. Die waren ein bisschen beleidigt, waren sie. Es hat mir richtig vor allem Mimi. Ja, Mimi ist manchmal ein bisschen beleidigt, wenn man weg war. Jinx nicht unbedingt. Deswegen finde ich es eigentlich mal voll chillig, wenn man ganz früh morgens fährt, gell? Dann ist man ja, noch vielleicht, so. Vielleicht ging es auch schneller vorbei, weil ich halt morgens noch gepennt habe in der Runde. Wahrscheinlich. Und ich habe halt mein ganzes Video geschnitten. Das heißt, ich war die ganze Zeit richtig beschäftigt und war nicht auf Internet und so weiter angewiesen. Und jetzt wollte ich Sachen recherchieren und E-Mails machen und solche Sachen. Und dann musste man immer mal wieder warten und ja. Aber Zug hatte keine Minute Verspätung, auch beim Ankommen. Es war echt, also wir können uns nicht beklagen über Flixtrain. Es hat alles sehr gut funktioniert und war auch echt angenehm. Klar, weil jetzt, heute waren wir in einem nicht klimatisierten Wagen. War schon warm dann, aber es ging. Man hat halt die Fenster runter gemacht ab und zu. Genau. War kein Problem. Und was ich schon empfehlen würde, wäre einen Sitzplatz zu reservieren, wenn es geht. Auf dem Hinweg konnte man gar keinen reservieren, da gab es dann nur so freie Sitzplatzwahl. Da macht es dann schon auch Sinn, rechtzeitig da zu sein, nach Möglichkeit. Und jetzt auf dem Rückweg, da konnten wir reservieren und waren sehr, sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil die Leute teilweise da auch wieder auf den Gängen standen und nicht so ganz wussten, wo sie sitzen sollen und so. Deswegen ist das dann, glaube ich, schon ganz empfehlenswert. Und jetzt gehen wir schlafen, würde ich sagen. Yay! Ab in die Haia. Kurz, ich will noch kurz auf den Balkon, glaube ich, durchatmen. Und eine Essiggurke essen. Die habe ich vorhin gesehen, hat mich angelacht. Ich glaube, Alex ist schwanger übrigens. Gerade eben hat er nämlich ein Eis vertilgt, jetzt möchte er eine Essiggurke. Guten Morgen! Ich gehe runter in meine Werkstatt und brauche einen Kleber, denn ich mache ein DIY jetzt fertig, was am Wochenende online kommt. Es ist sehr cool, finde ich. Es ist was, auch wieder was sehr Einfaches eigentlich. Er braucht nur eine Metallsäge, also eine Eisensäge, die gibt es für ein paar Euro im Baumarkt zu kaufen, eine Sprühdose und einen Topf, einen Pflanzentopf. Und dann kann man ein richtig cooles Windlicht machen. Und auch einen coolen Pflanzentopf allgemein für den Balkon. Es wird gut. Es wird, glaube ich, sehr gut. Dieses DIY trocknet hier. Ich habe das mit Kreidefarbe lackiert, so ein Tontopf. Es funktioniert mega, mega gut. Hätte ich nie gedacht, aber es funktioniert echt richtig gut. Und ich war ja auf der MASH, auf dieser Freestyle-Messe, auf der ich mit Bretter war. Und da habe ich mir Skateboards gekauft. Und zwar, ich bin nie richtig Skateboard gefahren. Ich hatte ein Skateboard, aber irgendwie, weiß ich nicht. Wir waren dann voll viel surfen mit meiner Familie. Und Cityroller fahren war ich relativ viel und Inlinern. Aber ich war nie so der Skater. Und
ich will das so ein bisschen lernen. Beziehungsweise, also ich kann ja Longboarden und sowas, also ich kann auch ein Skateboard pushen und ich kann Kurven und ich kann so ein bisschen einen Ollie, aber nicht so gut. Und ich möchte auf jeden Fall einen Kickflip können. Das heißt, man springt und dreht einmal so das Brett. Und deshalb habe ich mir zwei Decks gekauft. Oh Gott. Zwei Skateboard-Decks. Ein rotes und so ein weißes darunter. Wir haben nämlich auf der Messe Jungs kennengelernt. Die stellen die hier in Deutschland her. Da habe ich gedacht, die muss ich unterstützen. Und ich wollte ja eh so ein bisschen mal skaten probieren. So habe ich mir da welche gekauft. Und ich habe mir sogar ein drittes gekauft. Und zwar ist das voll der witzige Shape irgendwie. Da werde ich auf jeden Fall meine Longboard-Rollen drunter machen. Weil ich hatte ja immer ein Longboard und das ist mir aber gebrochen, das andere Longboard, als ich mit dem E-Antrieb mit meinem normalen Longboard gefahren bin. Und da kommen jetzt ganz normal meine Longboard-Rollen dran. Ich weiß keine Ahnung, was das für ein Shape ist. Also irgendwie so ein bisschen Skateboard, aber auch ein bisschen Longboard. Sieht irgendwie witzig aus. Und während das jetzt trocknet, mache ich einfach da kurz die Achsen dran, damit es einfach fertig ist und ich die Zeit irgendwie genutzt habe, während ich warte auf das fertige Ergebnis quasi. Jetzt melde ich mich heute auch mal. Hallo, ich saß am Computer und habe ein Videokonzept final fertig geschrieben. Ach, jetzt kann ich euch eigentlich mal unterschiedliche Dinge zeigen. Also, erstens mal, hatte dieses Geräusch. Eins der Dinge, die ich nicht vermissen werde. Unser Nachbar, der hat so einen seltsamen Rasenmäher, mit dem er nur so, das klingt immer wie ein Vertikutierer. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Genau. Auf jeden Fall habe ich gerade auf Instagram im Mandaladen eine Story. Ach, wie sieht der Mimi aus? Wow, ich kann mich nicht konzentrieren. Was hat er da? Ein Blatt auf dem Kopf. Darf ich das wegnehmen? Hat es dein Papa da hingelegt? Das sieht mir schwer aus, als hätte es dein Papa da hingelegt. Was? Ein Blatt auf Mimis Kopf. Nee, das kommt von Mimi. Das kommt von Mimi? Oh, Kuschelige. Kuschelige. Die Beleidigung ist vorbei. Er ist eigentlich nicht mehr beleidigt. Du bist so ein süßer kleiner Vampir. Was ich sagen wollte, ich habe gerade eine Abstimmung im Mandaladen gemacht, weil wir mit Sven zusammen überlegt haben, ob wir das Wickeloberteil Sommertanz auch noch in anderen Farben anbieten sollen. Also so sieht das ja aus und ist eben in diesem Rostton. Und er hat jetzt einen Prototypen für uns mal erstellt, auf dem Alex gerade drauf sitzt. Hier ist es der. Und zwar hier in diesem Beige-Ton. Allerdings ist halt bei dem Beige so die Gefahr, dass es ein bisschen durchsichtig ist. Also das ist ja Viskose und die ist halt allgemein so ein bisschen dünner. Und das ist dann ganz leicht durchsichtig. Finde ich jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt ja eng. Und vielleicht möchte man das auch ohne einen BH drunter anziehen oder keine Ahnung. Und dann ist natürlich durchsichtig nicht so optimal. Oder aber in dem Grün hier von dem Rock, weil das ist nämlich auch dieses Material und das ist eben nicht durchsichtig, weil es einfach dunkler ist. Und das fände ich auch richtig schön. Das kann man jetzt dann vielleicht nicht unbedingt, weil das könnte man auch zu dem Rock anziehen, gell? Ja. Das würde vielleicht sogar ganz geil aussehen. Auf jeden Fall sind aber, glaube ich, bisher 80% dafür, dass wir es in Grün machen. Ich werde jetzt einfach mal weiter warten, was diese Abstimmung so ergibt, aber bisher sieht es für Grün ganz gut aus. Könnt ihr mir auch sehr gerne in den Kommentaren da lassen. Der Schnitt, dadurch, dass diese Viskose so ein Material ist, die nicht so stretchig ist, der Schnitt ist tatsächlich für Frauen, die nicht so eine große Oberweite haben, ja, weil wir einfach mit diesem Material gerne arbeiten wollten. Wenn wir es so machen würden, dass man mit mehr Busen das auch tragen kann, dann müsste der Schnitt ein ganz anderer sein. Dann wiederum kann Team Small Tits es halt nicht tragen. Ja, deswegen ist das Wickeloberteil diesmal so. Vielleicht machen wir wann anders auch mal wieder ein anderes, nur damit ihr da Bescheid wisst. Genau, so, das war die eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Und jetzt mache ich erstmal hier zu, weil ich kann mich nicht konzentrieren bei diesem Krach. Wir haben hier ein paar Stoffproben bestellt. Und zwar dieses tolle Stoff. Was? Wir haben hier ein paar Stoffproben bestellt für ein Sofa. Und zwar sind wir auf der Suche nach einem Sofa. Denn dieses Sofa hier finden wir zwar richtig super, hat aber leider das L auf der falschen Seite. Also jetzt fürs Wohnzimmer im Haus passt das leider nicht. Und es ist halt auch viel zu klein, weil wir da so eine relativ lange Wand haben. Und dann würde das da sehr verloren aussehen. Und deswegen wird das vermutlich im Büro bei uns unten stehen. Und für das Wohnzimmer müssen wir uns was Neues überlegen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich fand es schon mit dieser Couch nicht so einfach. Und es wird nicht einfacher.
Und jetzt haben wir hier bei MyMyx, Myx heißt das, glaube ich, keine Ahnung, haben wir so Stoffproben mal bestellt. Und ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich ein großer Fan von diesem Grün hier bin. Das ist natürlich ein Statement, aber das fühlt sich so herrlich an. Das ist ein Myx aus Leinen und Baumwolle. Und aus dem gleichen Material ist auch dieser Cremeton. Finde ich auch sehr schön, aber ich habe Angst, dass es so empfindlich ist. Wenn ihr irgendwie Erfahrungen mit so hellen Sofas habt, könnt ihr es sehr gerne in den Kommentaren mal da lassen. Aber ich habe halt so die Befürchtung, dass man sich dann da mit einer dunklen Jeans draufsetzt oder man Besuch hat mit einer dunklen Jeans oder einer schwarzen Hose oder so und dann sich das halt ganz schnell verfärbt. Und ich weiß, dass man das natürlich auch reinigen kann. Ist halt die Frage, wie oft man dann halt plötzlich dabei ist, sein Sofa zu reinigen, ne? Also ja, das passt natürlich zu allem, während das ist halt grün, aber ich stelle mir das halt ganz schön vor, so zu dem Stil, was halt so unser Stil ist. Also wir haben ja ganz viele so weiße Möbel und viele Pflanzen und mit so Makramees und hier mit diesem Teppich, den wir ja auch behalten werden, finde ich, sieht das halt eigentlich in diesem Grün ganz schick aus. Naja, keine Ahnung, das müssen wir uns mal noch überlegen. Wir hatten hier noch so ein Lichtgrau, nennt sich das, bestellt. Das gefällt uns aber beiden nicht so gut, weil das fast so ein bisschen babyblau wirkt. Und dann hatten wir noch andere Materialien bestellt. Die sind auch sofort rausgeflogen. Sind beide, das ist 100% Polyester und das ist 100% Propylen. Und ich finde, die fühlen sich so an. Sieht es in der Kamera gar nicht so aus, aber fühlt sich an wie so das weiße Innenleben bei Kissen. Wisst ihr, wenn ihr so einen Bezug wegmacht und dann sind die ja manchmal innen so in so einem weißen Bezug drin. Und das fühlt sich so ein bisschen so an. Ich habe die Befürchtung, dass man darauf ziemlich stark schwitzen wird. Zumindest fühlt sich das so an, wenn man da jetzt so drüber fährt. Und ich glaube, dass vor allem dieses Material hier sehr, sehr anfällig für Katzenkrallen ist und dann sich ständig so Schlaufen rausziehen werden. Deswegen finde ich das ganz cool, dass das hier auch das schönere Material ist. Ja, jetzt müssen wir uns nur noch dann für eine Farbe entscheiden. Vielleicht wird es auch eine ganz andere Couch, keine Ahnung. Ach so, ja, und diese Holzplatten, das war für die Füße. Also ich glaube, das hier ist Eiche und dann hatten wir noch Nussbaum bestellt, um es mal so zu sehen, wie das aussieht. Aber uns gefällt dieses Helle hier besser. Würde auch mit dem Grün toll aussehen. Schwierige Entscheidung, sage ich euch. Schwierige Entscheidung. Vor allem, wenn man es nicht gesehen hat. Die haben auch so Showrooms, in denen man sich das angucken kann. Haben wir in Berlin leider nicht geschafft, hinzugehen. Ich glaube, die haben sonst noch einen in München. So, die Frage, fährt man da hin, sich das anzugucken? Andererseits bestellt man sich ein riesen Sofa, ohne jemals drauf gesessen zu haben. Wir haben noch gar nicht erzählt, was wir jetzt machen. Wir sind jetzt auch schon fast angekommen. Und zwar sind wir wieder nach Karlsruhe gefahren, weil wir einen Termin bei der Bank haben. Im Vlog neulich, als wir beim Notar waren, haben wir schon ein bisschen was dazu erzählt, zu dem ganzen Thema Haus finanzieren und so weiter. Und auch wir finanzieren unser Haus. Wir können es nicht einfach bar auf den Tisch alles knallen. Finde ich auch ganz schön, gell? Nee, das ist beschissen. Das macht man nie. Ja, stimmt. Also selbst wenn man das Geld hat, weil es gibt ja Inflation quasi. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel 300.000 Euro hättet und davon irgendwie ein Haus kauft oder so, in 10 Jahren sind 300.000 halt lang nicht mehr so viel wert, wie es jetzt ist. Und deshalb finanziert man halt sowas lieber. Also, wenn man das Geld hätte. Aber deshalb macht es auch Sinn zu finanzieren quasi. Das habe ich ganz lange nicht verstanden. Das habe ich ganz lange nicht verstanden, warum das Sinn macht. Ich dachte mir so, hä, aber ist doch viel besser, wenn ich das dann habe. Aber ist ja eigentlich scheißegal, ob ich das jetzt habe oder ob das jetzt der Bank gehört und ich dann einfach meine monatliche Miete zahle. Die Finanzierung, das hat mir nämlich da erzählt, haben wir tatsächlich noch gar nicht final unterschrieben, weil das immer alles so ein bisschen lange dauert und irgendwelche Dokumente eingeholt werden müssen und Sachen beantragt und so weiter und so fort. Und das machen wir jetzt heute. Also heute setzen wir unsere Unterschriften und reden da auch einmal kurz drüber. Ich glaube, das ist asozial viel Papierkram, hat er gesagt. Echt? Bin mal gespannt, ja. Wir besprechen das halt durch und so. Also immerhin liest der Bankberater das nicht vor wie der Notar. Aber ich meine, klar, ich möchte das ja auch verstehen. Ich möchte das ja auch alles checken und so weiter. Deswegen ist es natürlich voll gut, wenn man da einmal drüber geht. Aber manchmal denkt man so, Mama, kannst du es mal machen? Genau. Und wenn wir dann schon hier sind, dann gehen wir nachher noch mit meinem Papa was essen. Den haben wir auch schon ganz lange nicht mehr gesehen, gell? Ja, stimmt. Irgendwie. So lange nicht mehr. Hab ich so das Gefühl. Maria hat mich gerade verarscht.
Ich hab dich nicht verstanden und verstanden. Ja, Maria sagt gerade, da unten läuft ein Fuchs. Und ich so, hey, was? Und hab überhaupt nicht gesehen, dass da an der Wand so ein kleiner Scheißfuchs hingemalt ist. Ja, ja. So ist es, wenn man nicht so aufmerksam ist. No. Der Banktermin war übrigens ja, gut. Es ist nichts Unerwartetes ist passiert. Wir sind alles durchgegangen. Es war aber echt spannend. Also es war nicht so wie beim Notar, dass man irgendwie alles so vorgelesen kriegt, sondern man hat es gut erklärt bekommen eigentlich. Fand ja. Ich. Also war echt sehr entspannt. Und bei uns war das alles in doppelter Ausführung. Also wir haben eigentlich auch für dieses Haus zwei Darlehens. Einmal, also unser Haus ist ja eigentlich so geteilt in zwei Wohnungen. Unten die Wohnung, unten nutzen wir eigentlich rein geschäftlich und für diesen Teil haben wir auch ein extra Darlehen, weil das macht steuerlich mehr Sinn, weil wir unten gar kein Eigenkapital reinstecken und diese untere Wohnung quasi mit der oberen absichern und dadurch hat man natürlich den steuerlichen Vorteil, wenn man das entweder vermietet oder halt beruflich komplett nutzt, kann man die Zinsen zu 100% halt absetzen und da ist es natürlich gut, wenn man möglichst viel natürlich absetzen kann. Und deshalb macht es in unserem Fall halt voll Sinn, das so gesplittet zu machen. Und oftmals, also der Banker hat auch gemeint, das machen aber trotzdem auch ganz viele, die das jetzt nicht privat nutzen, machen das auch so, damit man einfach verschiedene Laufzeiten fahren kann. Die weil es du nur privat nutzen und nicht geschäftlich. Genau, die ein Haus nur privat nutzen, wo jetzt auch keine Einliegerwohnung oder sowas drin ist, ja. Macht es trotzdem auch Sinn, weil man halt unterschiedliche Laufzeiten von den Verträgen fahren kann. Dann kann man einen machen, den man halt möglichst schnell versucht zurückzuzahlen. Der hat dann einen super geilen Zins und dann irgendwie einen, den man irgendwie länger hat oder mit einer Rentenversicherung kombiniert oder sowas. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und am besten berät euch da euer Banker und Steuerberater, sowas bei uns auch. Ja, und wir haben uns davor und so ein davor auch im Internet schlau gemacht. Informiert, genau. Und dann ist es aber eigentlich auch irgendwann alles voll einleuchtend. Am Anfang denkt man nur so, hä, was? Und dann irgendwann ist es so alles voll logisch. Und dann denke ich mir manchmal so, okay, nee, ich glaube jetzt gerade ist es zu einfach. Es kann gar nicht sein, dass es so einfach ist. Aber tatsächlich ist es da manchmal gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Ja. Genau. Und jetzt gehen wir zu My Heart Beats Vegan. Ja. Ich glaube, ich muss einen Burger essen. Mit Maries Papa. Richtig. Mit Adam. Boah. Hier riecht so krass nach Shisha die ganze Zeit. Das ist krass süßig. Ah, ich glaube, hier, guck mal. Kaffee, Shisha-Bar. Daran wird es liegen. Hier seht ihr den unappetitlichsten Burger. Ich habe schon angefangen. Was ist das? Ein Texas Burger. Ich kann dir jetzt schon gar nicht mehr sagen, was da drauf ist. Das sind auf jeden Fall so crispy Burger Patties. Richtig geil. Sehr, sehr gut. Ich glaube, Seitan ist so die Basis dafür. Willst du was sagen? So, jetzt musst du ausmachen, ansonsten schreibst du alle ins Kleiderkreisel vor. Ja, ich kann es gar nicht leiden, wenn Marie vor der Kamera ist, die mümmelt dann immer so. Morgen. Gestern wieder gut hier angekommen und ich widme mich jetzt diesem Makramee, das Marie wunderschön fertig gemacht hat, mit diesen Federn noch, die sind echt richtig schön und die Stange ist ja noch elendslang, die muss jetzt gekürzt werden und dann bohre ich einfach zwei Löcher durch, also links und rechts jeweils ein Loch durch, dass man auch nochmal eine Schnur durchfädeln kann und dann hängen wir es auf hier über den Fernseher, oder? Das war der Plan. Ich habe das jetzt alles auf eine Seite geschoben, damit ich halt ein bisschen Holz spare und nicht auf beiden Seiten so ein kleines Stück wegnehmen muss. Dann habe ich hier noch ein größeres Reststück und also ich säge jetzt einfach hier ab. Ich glaube, ich nehme einfach eine Handsäge, habe das so hier rüber geschoben. Ich glaube, so ungefähr 2 Zentimeter lasse ich hier Überstand. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Fertig ist das Teil, jetzt kann es aufgehängt werden, also einfach Loch durch, unten 2 Knoten übereinander und fertig ist. Sieht cool aus, oder? Ich finde es sehr, sehr schön. Also jetzt hier natürlich nicht, aber gleich oben im Wohnzimmer. Und tada, so sieht es jetzt hier aus. Mega schön, passt richtig gut zu der Pflanze oder zu den mehreren Pflanzen und zu dem braunen Holz, finde ich. Wunderschön. Ich habe heute Morgen noch kurz das Video fertig geschnitten, oder was heißt kurz, es dauert immer eine Weile und ich habe Voiceover gemacht. Diesmal habe ich ein Video wieder gemacht, bei dem ich halt da sitze und das erkläre, wie ich es gemacht habe und drüber lege ich die Schnittbilder, also nicht nur einen Voiceover, eigentlich labe ich halt und die Schnittbilder kommen drüber. Man kann ja sonst auch ein Voiceover am PC nachher aufnehmen, weil ich finde das so eigentlich geschickter. Ihr könnt mir sehr gerne mal hier in die Kommentare schreiben, was euch bei DIYs besser gefällt. Also ob ich euch live mitnehme, so wie ich es jetzt eigentlich die meiste Zeit gemacht habe, dass die Kamera mit in der Werkstatt ist und ich halt
währenddessen immer rede und erkläre. Oder aber, dass ich danach halt erkläre und immer Schnittbilder einblende. Nehmen wir jetzt so raus. Was? Heiß ist erwärmlich gewesen. Und ich muss euch jetzt noch ein kleines Fauxpas zeigen. Ich habe ja gestern mein Longboard montiert und ich habe Marie gesagt, sie soll mal draufstehen und fahren. Was macht mein Longboard, Schatz? Komm, wir zeigen's. Erfahrener Longboardfahrer Alex montiert ein Longboard-Brett. Aussehen tut's auf jeden Fall cool, witzig. Müssen wir die Bahn freimachen. Gott, ein Chaosbüro hier. Jetzt möchte ich nach da bleiben. Also wenn man normal mit dem Longboard, drückt man natürlich die linke Kante, dann fährt das Teil auch nach links. Aber ich habe die Rollen falsch rummontiert und dann fährt es genau in die falsche Richtung immer. Und man checkt überhaupt nicht, was man machen muss, gell? Nee, man checkt es echt überhaupt nicht. Das ist total seltsam, dass man vorne drückt und es fährt noch da. Ja. Das ist entgegen jeder Intuition. Ja, deshalb muss ich den nochmal kurz umdrehen, sonst kann man es ja überhaupt nicht nutzen. Stell dir vor, ich wäre so voller Euphorie kurz hier Berg runtergefahren, ein Stück oder sowas. Gefährlich vor allem. Rettet es einen direkt. Du kannst es mir gleich geben. Was war, oder was tust du? Ich bin dran. Hab's aufgeräumt. Schatzi. Ja. Ich mach gerade mein Thumbnail und wir müssen jetzt den Vlog aufhören, damit man ihn schneidet. Genau. Ich schneide den jetzt. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Der kleine Finanzierungstalk. Ja. Genau. Und damit schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Schönes Wochenende. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao.